gehen tut das schon. Der hat eine Trinkflasche. Herzlich willkommen auf meinem, seinem YouTube-Channel. Ja, wie macht man das jetzt weiter? Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf der ersten Runde mit dem Conway vom Steve, der Moment geliehen hat. Wir haben nicht viel Zeit, aber wollen zumindest ein bisschen Radl fahren. Fünf Trails? Zwölf Trails fahren. Ja, es wird auf jeden Fall lustig, hoffe ich. Steve ist natürlich schon mit dem Rad ein paar Mal gefahren. Leider haben wir keine zweite GoPro-Haltung heute, aber nicht schlimm. Das holen wir auf jeden Fall noch nach. Wir nehmen euch mit. Viel Spaß. Ja, weil wir heute so eine kleine Runde fahren, kann ich heute die ganze Zeit im Boost fahren, aber gegen den EP8 stinke ich natürlich ab. Ich filme übrigens heute mit Michis GoPro 12. Bin gespannt, wie die performt, weil mich interessiert doch dieses 10-Bit Farbe, Leute. Und wenn das mir taugt, dann grade ich vielleicht mal ab. Aber ja, ich will auch noch ein extra Vergleichsvideo machen tatsächlich. GoPro 12 gegen GoPro 10, ob das sich lohnt. Weil GoPro 10, mit der filme ich bisher die ganze Zeit und die ist im Moment super günstig. Also da kommt auf jeden Fall noch ein Video. Wenn euch das interessiert, lasst ein Abo da, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und wir radeln mal weiter. Oh, warum? Mini-Trail Nummer 1, die führt uns heute hier rum. Du bist jetzt viel mehr im Mountainbike-Training gerade drin als ich. Weil ich seit Tagen gefahren bin? Und ich seit zwei oder drei Wochen gar nicht mehr. Alter. Ja, du bist das letzte Mal mit mir gefahren, wo du das Ghost hattest? Ja. Alter. Weil danach war ich ja krank. Willst du vor oder soll ich vor? Ja, wie du willst. Mir ist das auch egal. Ja, gut. Alter. Nicht, dass ich wieder ausbremse, ne? Stoppie kann er noch, Junge. Na Leute, ich würde sagen, das feels richtig gut, ne? Das feels richtig gut mit dem Steve auf die Trails wieder. Ach, ich hab's vermisst, Leute. Ach ja, ja, danke Thomas für die Möglichkeit. Aber Thomas, bester Mann. Kuss auf deine Nuss. Richtig geil. Ich freue mich so. Opening siegen. Und der Sender Steve das erste Mal im Flowtrail siegen. Ja. Wahrscheinlich drehen wir auch wieder eine Streckenvorstellung, bevor es losgeht. Und vielleicht nehmen wir mal den Steve mit, so als wieder Neueinsteiger. Damit auch alle Leute sehen, dass der Flowtrail-Siegen für alle geeignet ist. Sing, sing, rock and roll. Falscher Ausgang, ne? Ja, es gibt den und man kann auch da lang. Ja, ja, den da. Den müssen wir hochschieben und mal da, ich will mal da runterfahren. Ja, das ist schon ein richtiger Flowtrail, ne? Da bin ich so scheiße, das ist aber jetzt ultra kurz. Oh, krass. Almost technical. Ja, super, ne? Ja, Leute, wir sind die ganze Zeit hier so Trail-Eingänge und Ausgänge am Sehen. Und der Steve ist richtig motiviert, ein paar Trails einzufahren. Ja, wir müssen mal so ein Projekt machen, wo wir einen Tag lang so Trails einfahren.
hier ist auch schon. Müssen wir auch mal freiräumen. Kopf gestoßen, Alter. Alter, es geht ab, das Ding. Oh Gott! Hallo, wo war's? Was ist denn das hier? Ah krass, okay. Erstmal ins Gestrüpp gefahren hier. Ja, most technical, kein Problem hier. Wie die Trailbikes. Aber gut, zum Offcamper üben, ne? Geil, ne? Ja. Aber cool, so kann man dann direkt zurückfahren. So, liebe Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Und ich fand einfach den Tag mit Steve mega geil. Es hat so Bock gemacht. Also was heißt ein Tag? Wir hatten eigentlich nur eine Stunde auf den Trails, sind die Trails abgefahren und es war so richtig die Vibe, so wie früher. Und ich freue mich mega, wenn das Wetter noch besser wird und so. Und ja, Steves Freundin zum Beispiel, die hat auch Bock, Mountainbiken mal auszuprobieren. Und wenn wir dann zum Beispiel zu viert unterwegs wären, wäre natürlich noch viel geiler. Ja, ich bin gespannt, was das Ganze uns da bringt. Übrigens ist das Conway ja auch nochmal gefahren und muss einfach sagen, ey, das Conway ist schon ein geiles Bike. Also total unterschätztes Fahrrad. Total satt, wie das liegt. Es klappert nichts an dem Ding. Das ist echt mega. Total krass unterschätztes Bike. Kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren, wenn man ein E-Bike sucht. Mal nicht nur die üblichen Marken sich anzuschauen, sondern auch mal vielleicht andere Marken. Denn das Conway hat wirklich für mich überzeugt das auf jeden Fall. Definitiv. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Lass mal, wir haben mal wieder so ein Video einfach außerhalb der Reihe. Ich habe euch einfach mitgenommen, so ein bisschen auf Oldschool angelehnt, wie das halt so früher war, ne? Als man noch nicht sich so tolle Gedanken gemacht hat, was man für ein Video macht, sondern man hat einfach nur ein Video gemacht, weil man gerne ein Video machen wollte und den Tag dokumentieren wollte.
Und ich bin ganz ehrlich, das sind die Videos, die ich persönlich immer noch am liebsten mag. Einfach so Vlogs, das macht mir übelst Bock. Man hat eine geile Erinnerung und das finde ich einfach schön. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns bald in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.